Hallo zurück hier zu Tomb Raider 1 Remastered. Wir sind im Bonus-Level oder im Bonusteil Unfinished Business bzw. offene Angelegenheiten, wie es ja hier so schön heißt. Und wir sind im Level Rückkehr nach Ägypten. Haben diesen Teil ja beim letzten Mal schon gesehen und wissen, uns wird hier gleich eine blöde Kugel erwarten. Deswegen renne ich da jetzt einfach mal durch. Okay, das war ja interessant. Okay, hier geht's also weiter. Ich habe übrigens ja nochmal den Bereich mit dem Viech da gespielt, der uns ja angegriffen hatte, der Viech. Und bin diesmal komplett ohne Schaden dadurch gekommen. Das hat einfach gereicht, sich auf diese Plattform, wo der oder die Munition drauf lag, da sich einfach draufzustellen, weil da ist er irgendwie nicht draufgerannt. Keine Ahnung, ob die irgendwie unter Strom stand oder so oder ob da irgendwie was drauf war, was dieses Tier nicht vertragen hat. Auf jeden Fall konnte man dann entsprechend von da aus den ganz gut erledigen, ohne da groß Schaden zu nehmen. Jetzt will ich mal probieren, ob ich da hinten rüberkomme. Wow. Oh, hä? Okay. Was? Wo bin ich hier? Was soll ich hier? Huch, halt, falsch. Okay, hier ist Levelende. Hier geht's nicht weiter. Aber warum kann ich da oben hin? Ich meine, wir hatten den Blick von da oben, aber ich meine, der Himmel ist schön, das muss ich aber wirklich sagen. Der gefällt mir. Okay, hier sieht man, wo überall die Welt einfach abgeschnitten ist. Okay, schön. Okay, hier geht's nach oben hin nicht weiter. Ja, hier ist Ende. Hier geht's. Ich bin scheinbar gerade an irgendeinem Felsen, den wir gar nicht mehr sehen können. Dieses Hoch und Runter, das macht das Spiel, ne? Das mache ich nicht. Ich drücke im Prinzip nur nach hinten. Wir bewegen uns hier gerade an irgendeiner Wand, in Anführungsstrichen. Ich wüsste schon gerne, wie hoch das insgesamt geht. Wo landen wir jetzt? Wo kommen wir jetzt hin? Okay. Naja, gut. Ich wage zu bezweifeln, dass wir von hier aus irgendwo hin können. Also zumindest sieht man hier nichts. Falls ihr was seht, könnt ihr es ja rein in die Kommentare schreiben. Aber ich erkenne jetzt hier nichts. Aber ich frage mich, warum man auf diese Fläche hier kann. Die ist schon ziemlich schräg, oder? Aha, und hier auch. Ja, das ist ja schön, dass wir hier überall hin können. Okay. Ach, hier können wir die Kamera. Ach Gottchen. Wie süß der. Hier sieht man richtig doll, wenn man mal oben so guckt bei den Sternen, da sind einige so halb über Eck, sag ich mal. Da sieht man richtig, dass das einfach nur ein quadratischer Raum ist, in dem man sich hier bewegt. Hier sieht man es ziemlich gut. Das ist ja dämlich. Also, ne, was heißt dämlich? Das war halt damals die Mittel, ne? Aber wie primitiv das einfach hier aussieht. Das ist schon ein bisschen süß. Irgendwie. Okay, aber ich finde, hier kann man noch viel besser sehen, dass hier wirklich nichts ist. Außer ich übersehe jetzt wirklich richtig heftig irgendwas. Oh, diese Stacheln da hinten. Wie schlimm die hier im Original aussehen. Und die Viecher, ey. Das ist alles so ein bisschen seltsam. Da oben kann man nicht drauf, ne? Ich könnte jetzt natürlich noch mal schauen, ob da vielleicht. Ach, guck mal, doch, hier ist ein. Da geht's auch noch hin. Ja, toll. Pixelmatsch hier.
Ja, ich denke, wir kommen da schon irgendwie hin. Ich gehe mal wieder zurück in die Zukunft. Und wir haben ja noch einen anderen Weg. Wahrscheinlich ist das einfach nur der Rückweg hier. Ich tendiere ja leider dazu, immer erst die Rückwege oder die nicht, oder ja. Es ist unterschiedlich. Meistens gehe ich versehentlich zuerst zu den Wegen hin, wo es weitergeht. Und ärgere mich dann, dass ich kleine Räume oder so danach spielen muss. Oder nochmal ein ganzes Stück wieder zurück muss. Okay. Ach, guck mal, da oben. Da kann man auch nicht hin, oder? Also es würde mich schon sehr, sehr arg wundern, wenn wir da oben hinkämen. Das geht? Okay. Was? Da oben ist tatsächlich was. Wie komme ich da denn hin? Okay, damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Warte mal, kann ich da. Ich muss wahrscheinlich da oben drauf. Ich überspeichere jetzt hier sämtliche Speicherstände. Warte mal, kann ich hier? Okay, warte mal. Wenn ich dann Rückwärtssprung mache, geht das? Oder kann ich hier hoch? Kann sie sich hier hinstellen? Ah, hier kann sie stehen. Nice. Schön, dass ich das jetzt mal gerade so. Oh, wie schön. Guck mal. Guck mal, da machen wir gerade mal einen Screenshot von. Zack. Warte mal, kann ich da vielleicht. Ich meine, viel näher ran werde ich wahrscheinlich nicht können, ne? Weil das ist ja hier vorbei. Ach, guck mal, hier vorne. Zack. Schönes Foto vom Mond mit der Steuerung oben in der Ecke. Schön, dass es auch mit gescreenshottet wird. Aber gut, es ist halt ein Screenshot, ne? Da bin ich jetzt ja mal gespannt, ob das ein Geheimnis ist. Festung von Atlantis. Ach so, ja, das war das. Das war das Zusatzlevel, genau. Yes, das ist ein Geheimnis tatsächlich. Dann war hier doch was. Da muss ich ja echt sagen, das hatte ich jetzt nicht erwartet. Man hat es ja auch nicht gesehen, ne, in dem Rundflug, den wir gemacht haben. Aber dann ist hiermit alles erledigt, oder? Also hier oben. Aber jetzt können wir natürlich noch mal viel höher. Tut mir leid, dass wir jetzt hier gerade so viel im Weltall hier quasi rumwerken. Aber jetzt möchte ich doch noch mal gucken, wie weit wir. Gut, jetzt kann ich halt überhaupt nicht mehr erkennen. Also ich drücke gerade zur Seite nach links. Jetzt gehe ich mal zurück. Okay, wir sind, glaube ich, nicht allzu weit gekommen. Ich drücke jetzt noch mal vorwärts, aber wir kommen halt nicht näher an die Sterne ran, ne? Von daher denke ich mal, wird da oben nichts mehr großartig sein. Ach schön, dann haben wir alle Geheimnisse hier. Das freut mich. Hatte ich jetzt so tatsächlich nicht erwartet. Jetzt ist nur die große Frage, wie kommen wir da wieder hin zurück? Wahrscheinlich müssen wir schon ziemlich hier an die Seite, weil das ja der höchste Punkt ist. Ich speichere nochmal. Okay, Moment. Ich will nochmal gucken, ob es da nicht irgendwie einen schöneren Weg gibt. Oder kann ich darüber? Nee, das ist ja noch weiter. Oder muss ich doch hier hin? Hä, wie kommen wir denn da wieder runter? Ach, warte mal, ich glaube, ich sehe gerade was. Laden. Wir können doch hier ans Ende der Plattform, ne? Okay, nee, das war auch nicht so sonderlich schlau. Ich will eigentlich ungerne jetzt so viel Kraft verlieren. Nee, das ist es auch nicht. Ich muss, glaube ich, diese Animation, dass sie sich dann festhält. Oder kann ich mich hier. Warte mal, wenn ich.
Hält sie sich hier fest an der Wand? Nee, ne? Die ist zu schräg, oder? Nee, das ist auch nicht so richtig. Muss ich da zwangsläufig in Kauf nehmen, dass ich mich hier verletze? Oder übersehe ich jetzt irgendwas Offensichtliches? Ich hatte halt noch überlegt, ob ich vielleicht. Okay, das geht. Das ist nicht ganz so viel. Aber ich glaube, ein bisschen Kraft muss man im Prinzip lassen. Okay, dann holen wir uns da oben noch eben den, die Munition und dann gehen wir weiter. Dann haben wir hier, denke ich, alles gesehen. Dann haben wir jetzt schon alle drei Geheimnisse. Da hätte ich nicht mit gerechnet. Wir haben ja von den, haben wir noch nicht mal die Hälfte, ne, von den Fundstücken. Naja, gut. Ist halt so, ne? Aber freue ich mich. Alle drei Geheimnisse. Oh, guck mal, hier, das ist so schön. Jetzt nochmal dahin. Huch! Ach so, ja, stimmt, sie macht ja hier die Pose, ne? Was macht sie da gerade? Ja, schade, dass ich hier gerade so. Lara ist mal schlafen. Stimmt, das hatte ich schon wieder völlig vergessen, dass wir hier auch die total dämlichen Outfits machen können. Warte mal, können wir nicht so. Oh nein, ich will. Ah, ich will den Blick von vorne haben. Huch! Ich will von vorne auf sie drauf gucken. Und den Mond. Aber wenn ich jetzt halt hier die Kameraperspektive mache, dann. Ach, das ist nicht das Wahre. Ja, es geht nicht. Nee. Aber ich hatte natürlich gehofft, so ein schönes Bild von ihr machen zu können, wie sie hier so schön vorm Mond steht. Steht ihr? Aber so sieht man den Mond halt nicht so richtig. Und hier, sobald ich hier um die Ecke komme, dann. Naja, egal. Dann halt nicht. Machen wir halt keine schönen Bilder von dir, Lara, wenn du nicht willst. So, wir können ja. Nee, warte mal, ich glaube, hier geht's schneller lang, ne? Sonst müssen wir wieder durch dieses Stachelgedöns da durch. Und da habe ich keinen Bock drauf. 25 Schuss haben wir jetzt schon. Ich nehme trotzdem erstmal noch die Pistole. Und ja, dann können wir jetzt hier mal weiter gucken. Wir haben ja schon mal kurz reingespäht in diesen neuen Bereich. Da hinten läuft so ein Vieh rum, was ich ja mal, huch, fälschlicherweise als Löwe deklariere, was aber offensichtlich keiner ist. Ich wollte den eigentlich, ja, töten, aber egal. Nein! Ah, Mist. Blöd ist, ich habe, glaube ich, jetzt auch noch nicht wieder gespeichert, ne? Vor allem ist auch noch ein anderer. Das ist gar nicht der da hinten. Ich dachte, das wäre der. Okay, er ist tot. So, du da hinten, du kannst auch gleich mal. Also scheinen auch wirklich nur diese Bossgegner, sage ich jetzt mal, wirklich diese Anzeige zu haben, wie viel Energie die noch haben. Bei den kleinen Gegnern ist es leider nicht so. Ah, komm her. So, geht doch. Die hatten eh kein schönes Leben hier. Von daher ist es jetzt besser. Nein, Lara, du sollst da hoch. Ein Schlüssel. Wow, wir haben. Okay, die Kamerasicht ist da. Hä? Wo ist es hingegangen? Wo war. Ach, da oben. Naja, gut. Okay. Wie da so Licht reinfällt, als wenn draußen voll die Sonne scheinen würde. Aber hier ist einfach nur Sternenhimmel und halt Mondlicht. Man ist ja auch nett, aber trotzdem irgendwie ein bisschen übertrieben von der Intensität, wie es dargestellt wird.
Okay, ich glaube, wir gucken uns erstmal im Wasser um. Ich hoffe, dass kein Krokodil hier rumschwimmt. Aber dafür hoffe ich auf also auf reiche Ausbeute. Oh, ich hab's doch geahnt. Und er hat mich natürlich auch direkt erwischt, der Blödmann. Ja, es gibt hier kein Unterwasser ohne Kroki, ne? Das ist halt so. Und dann schwimmt er mal ganz schnell weg, der blöde Sack. Jetzt ist meine Lebensanzeige natürlich auch noch. Egal, ich riskiere halt jetzt doch nochmal zu sterben und dann hoffentlich beim nächsten Mal vielleicht schlauer zu sein. Naja, zumindest Munition haben wir für eine Waffe, die wir nicht haben. Immer gerne genommen. Da ist noch ein Kroki. Ah, nein, ich will an Land, ich will an Land. Schnell. Da unten ist er. Okay, ich glaube, er ist tot. Mann, nicht mal in Ruhe hier die Sachen einstecken kann man. Okay, da kommen wir noch hin, würde ich mal behaupten. Ah, okay. Ja, da kommen wir noch hin. Das können wir gleich nochmal eben machen. Ich will mich aber erstmal hier ein bisschen orientieren, ein bisschen umschauen. Hier ist so eine kleiner Versteckbereich. Gut, wenn ich Krokodil wäre, würde ich mich auch eher in so etwas, im etwas Verborgeneren aufhalten. Okay, ich glaube, das war aber hier alles, ne? Das heißt, wir können da gleich nochmal runter, also dahin tauchen. Ich glaube, ich sollte doch mal ein kleines Medipack nehmen. Drei kleine, ein großes. Naja, so sind wir auch in den letzten Teil, also im letzten Bereich gestartet. Von daher müssen wir das gerade mal einfach so hinnehmen. Gut, dann schauen wir mal da unten, was hier ist. Ist hier irgendwas? Okay, hier ist nichts. Wahrscheinlich kommt hier gleich noch so ein Krokodil irgendwo aus der Ecke. Ich höre hier irgendwas. Oh ne, das sind nur die Blubberblasen, oder? Wo sind wir denn? Was zur Hölle ist das denn? Wow. Krokodil. Habe ich es doch geahnt. Der schwimmt immer weg. Die Krokodile sind. Oh, hier ist Medipack. Oh nein, ich höre ein Krokodil. Uah. Oh, zwei! Oh nein, ich bin in der Ecke. Oh, was? Hilfe! Was ist hier denn los? Das ist ja hier der einzige. Boah, bleib mir bloß vom Leib. Ist nur einer am Leben? Ja. Boah, was ist denn das? Hier ist die Magnum. Boah, die grunzen immer so seltsam. Naja, ich stecke mir erstmal die Waffe ein. Hallo, Lara, hier ist doch das Krokodil. Siehst du das denn nicht? Wo ist er denn? Da. Hä, dass die zu dumm sind, hier auf das Podest zu kommen. Das ist aber jetzt auch ein bisschen albern. Naja, dafür, dass ich gerade von vier angegriffen wurde, geht es ja sogar fast noch mit meinem Leben. Aber cool ist es trotzdem nicht. Ich möchte gerne da unten einmal in die Krokodilshöhle rein. Nein, ich will runter. So, ist hier irgendwas? Hier kann natürlich nicht sein, weil wir kommen ja hier gar nicht hin. Huch! Hä? Was ist das denn hier? Für ein Gang.
Ach, das ist hier der Weg dahin, oder was? Okay. So, jetzt darf ich nicht vergessen, dass hier ja auch noch einer rumschwimmt. Und ich glaube, im Wasser sind die uns doch fast noch ein bisschen gefährlicher. Ich warte mal, dass der. Ah, da kommt er schon. Mit seinem gierigen, hungrigen Maul. Wo ist er denn jetzt? Boah, schwimmt er hier unter mir. Ist er jetzt festgebackt oder was? Kollege! Ach, weißt du was? Komm. Ich speichere nochmal eben. Ich versuche jetzt einfach mal vor dem wegzuschwimmen. Vielleicht ist er da, hängt er fest. Ich glaube, der ist schon relativ schnell. Aber es geht. Wir sind ja schon wieder hier. So, mal schauen, ob er mich. Ah, er ist mir gefolgt. Dann war er mal doch ganz schnell, ne? So, endlich. Eieiei. Okay. Trotzdem, ne, auch wenn die nervig sind, sind mir die Krokodile immer noch tausendmal lieber als diese Gegner aus dem letzten Level. Was haben wir eigentlich für einen Schlüssel gefunden? Goldener Schlüssel. Ich habe gar nicht geguckt. So, wir haben die Magnum, wir haben die Schrotflinte und wir haben die normalen Pistolen. Das heißt, waffentechnisch, Gott, mein Deutsch. Huch, was war denn mit der Brücke auf einmal los? Warte mal. Ah, geil, guck mal, jetzt kann ich einen Screenshot machen. Zack. Guck mal, das ist doch geil. Da denkt jeder, hier, ich stehe in der Luft. Okay, gut. So, jetzt gucken wir uns hier erstmal überall um. Wir haben ja hier die verschiedenen. Warte mal, da oben nicht was auf der Treppe. Oh, der Treppe. Hä? Kann ich hier irgendwo hin? Ah, okay. Diese kleinen Löcher, die schreien doch nach Krokodil, oder? Ja. Okay. Hä, bleibt der da jetzt hängen? Habe ich ihn kaputt gemacht? Oh, wie süß. Wie albern ist das denn? Interessant, dass das Krokodil von seinen Bewegungen her von mir abhängig ist, irgendwie so in einer gewissen Art und Weise. Okay, dieser Raum ist einfach nur für die Krokos. Die Krokodile. Außer hier kann man irgendwie. Aber kann ich hier irgendwo hin? Nee, ne? Hier ist ja nichts. Ich irgendwie. Ach doch, warte mal. Da. Nee. Das ist manchmal so von der. Man denkt manchmal, da ist eine Fläche, auf die man sich stellen kann, aber es ist eine Täuschung. Okay, aber hier oben können wir auf jeden Fall noch hin. Das machen wir auch gerade mal. Wahrscheinlich ist das auch wieder irgendwie weiterführender Weg. Muss ja echt sich gut umgucken, dass man hier keine Nische irgendwie übersieht, in die man vielleicht rein kann. Ein Medipack, geilo. Die sind wertvoll. Ach, okay. Ist im Prinzip ein Rundweg, wenn man so möchte. Ich gehe aber jetzt erstmal wieder vernünftig zurück, weil sonst verliere ich vielleicht irgendwie Kraft dadurch, dass ich dann am Boden, dass ich ein bisschen tiefer falle. Das möchte ich natürlich nicht. So. Und hier war nichts, ne?
Okay, dann haben wir diesen Gang gesehen und haben wir ein großes Medipack abkassiert. Das war jetzt nicht so viel, aber es ist immerhin was. Das heißt, wir haben jetzt zwei, ne? Drei kleine, zwei große. Okay. Gut, bei den Gegnern, wenn es dabei bleibt, sollte das machbar sein. Ich bin gespannt, ob hier irgendwann auch diese fliegen, denn wir hatten ja, als wir bei der Sphinx, also bei der Pyramide gewesen sind, wo wir die Uzzis gekriegt haben im Hauptteil, da hatten wir irgendwann auch so fliegende Gegner. Nicht die, die wir aus dem vorigen Bereich kennen, die dann explodieren, aber trotzdem auch fliegende Gegner. Die nicht so ganz. Hä, was war das denn gerade? Hä? Habt ihr das gerade gesehen? So einen ganz kurzen Moment? Warte mal, ich habe gerade gespeichert, ne? Ich will noch mal eben. Was war das denn? Ich wollte mich nämlich nur umschauen. Okay, ich dachte, das ist vielleicht irgendwie, ich versehentlich eine Zwischensequenz oder was? Das muss ich mir beim Bearbeiten mal angucken, was das war. Warte mal, das war bei 26. Ungefähr bei Minute 26. Ihr könnt ja quasi nochmal zurückspulen. Da war irgendwie wie so ein grünes Symbol oder irgendwas ganz kurz. Ich kann es gar nicht richtig sagen, was das war. Es sah auf jeden Fall komisch aus. Eieiei. Okay, hier versteckt sich ein kleines Midi-Pack. Ist natürlich auch gerne genommen. Auch die Wandbilder hier sehr schön mit den Katzen und Vögel und keine Ahnung, ob das eine Person da oben sein soll, die die Hände hochreißt an der Werkbank oder sowas. Naja, immerhin, wir haben Medipacks bekommen. Aber das scheint dann hier schon wieder. Hä, was war das? Das war, als wenn es irgendwie so ein Stück Stein oder so war, habe ich das Gefühl jetzt gerade mal. Naja, gut, ich weiß es nicht. Es war ein bisschen komisch. So, ich glaube, wir müssen im Endeffekt da oben hin, ne? Da kommen wir aber von hier aus nicht hoch, logischerweise. Ach, guck mal, da drüben ist der Bereich, wo das Krokodil war. Müsste da sein, ne? Aber wenn ich jetzt hier. Nee, ich kann da. Ach so, nee, warte mal. Kann ich mich da langhangeln? Wenn ich mich da. Doch, da kann ich mich langhangeln. Ah, alles klar. Huch. Okay, ich speichere nochmal, obwohl. Okay. Also für die Sache ist dieser Modus ja echt super, ne? Muss ich ja mal sagen. Bin ja sonst manchmal so ein bisschen. Ich würde sagen, ich bin nicht unbedingt die innovativste Person. Also ich bin jetzt niemand, der so gewisse Sachen als erste austestet. Was mich jetzt aber hier irritiert, ich will es mal kurz zeigen. Wir hatten ja im Hauptteil, im allerersten Level, war das eine Geheimnis ja nur zu erreichen. Also man kann ja Folgendes machen, wenn man an eine Kante möchte. Man kann springen und sich dann festhalten. Oder man drückt einfach die Handlungstaste, also die Festhaltetaste oder Schießtaste und nach oben. Und nur über diese Funktion, also mit der Handlungstaste und nach oben, war es ja im allerersten Teil, also hier im ersten Teil, im ersten Level überhaupt möglich, das allererste Geheimnis zu bekommen. Hier versuche ich das und sie macht es nicht. Hier geht es komischerweise nur über den anderen Weg, nämlich über den. Warte. Springen, genau, springen und festhalten. Wenn ich jetzt Handlungstaste und nach vorne drücke, macht sie nichts. Springen, Handlungstaste, hält sie sich fest. Das ist sehr seltsam, weil normalerweise ist es genau andersrum. Das irritiert mich gerade ein bisschen, muss ich sagen. Aber cool. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Das heißt, hier dürfen wir jetzt langhangeln. Können wir nochmal schön ins Wasser reingucken. Hier das Krokodil. Schön einmal durchs Maul durch. Wie dünn diese Kante hier einfach auch teilweise ist. Ach, da liegt sogar noch Munition für uns. Das ist doch schön. Ach so, warte mal, hätte ich hier eigentlich hochgekonnt? Nee, ne?
Nee. Ab dem dritten Teil ginge das ja, da könnte sie dann einfach da reinkriechen. Aber das ist hier noch nicht vorgesehen. So, Kätzchen, ich hänge hier in deinem Kopf drinne. Da kann ich mal eine ganz coole Stelle einnehmen. Das sind so dumme Bilder einfach. Naja, egal. So, du bist mein. Und das ist doch das perfekte Folgenende. Denn wir haben die 30 Minuten ja schon wieder erreicht. Wir sind sogar ein bisschen drüber. Ich speichere nochmal. Und würde sagen, wir sehen uns beim. Huch, jetzt habe ich schon fast das Falsche hier gedrückt. Sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei Tomb Raider. 1 Remastered. Und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Macht's gut bis dahin und ciao.